Glück auf! Hier ist der Ruhrpott Rheins mit einem neuen Video und vor allen Dingen... was ist bei Hyundai los? Ich glaube es nicht. Muss ich jetzt mein Auto verkaufen? Kann ich dir nicht mehr trauen? Ich weiß auch nicht, was los ist. Also Freunde, was ich heute erlebt habe, schlägt den Boden ins Fass aus. Also muss ich einfach so deutlich sagen. Ja, also ich war heute bei meinem Hyundai-Händler meines Vertrauens, dem Hyundai-Händler WBR aus Mahl. Zudem muss ich sagen, ein Top-Händler, da gibt es nichts zu meckern. Sowohl die Werkstatt als auch vorne die Verkäufer im Service, da ist alles, da gibt es nichts, wirklich nichts zu meckern. Die bemühen sich, die sind top drauf. Also alles gut erstmal von meiner Seite hier. Aber was ist mit Hyundai los? Es sollte ein neues Update stattfinden, das wurde mir vor 14 Tagen dann genannt und wir hatten einen Termin gemacht. Heute Morgen, Freitag, war ich da gewesen und bin auch hingefahren und habe gedacht, ja gut, neues Update, da kann man ja mal drüber berichten, was es so alles Neues gibt. Ja, Pustekuchen, nichts kann man berichten. Hyundai rückt nichts raus. Hallo? Das Auto gehört mir, mein Wagen. Und jetzt kommt Hyundai, will ein Update machen. Und zwar auf 4 Positionen, das hat man mir gesagt. Man hat mir auch kurz genannt, was es war. Sicherungskasten, Management, Batterie und noch 2 andere Dinge. Ich durfte es auf jeden Fall nicht fotografieren. Verboten, von Hyundai so angeordnet, laut meinem Händler. Und der Wagen gehört mir. Hallo? Ich will auch wissen, was an meinem Wagen verändert wird. Wie bei Tesla, da kommt ein neues Update und dann steht da, glaube ich, auf den Displays, genau, tak, 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 alles, was gemacht wird. Jetzt zur Qualitätsverbesserung wurde mir gesagt, ja, das ist doch super. Wenn also was verbessert wird, finde ich das in Ordnung. Aber warum kann man das nicht sagen? Warum kann man nicht sagen, Ladeverhalten wird besser, was weiß ich auch immer. Jedenfalls, wenn was vom Vorteil ist, dann kann man das doch ruhig nennen. Aber nein, der Händler wusste es nicht. Der wusste nur, da ist ein neues Update und er spielt das drauf, fertig. Aber Hyundai rückt das nicht raus. Das finde ich äußerst ungewöhnlich. Also ich bin selbst selber selbstständig und wenn ich ein Haus für einen Kunde verkaufe und ein halbes Jahr später gehe ich dahin, stell da und sag, ja, der Hersteller hat gesagt, wir machen eine Qualitätsverbesserung an ihrer Haustür und ich fange an zu schrauben, da will da der Kunde wissen, was ich da mache. Da kann ich ja nicht zum Kunde hingehen und sagen, hört mal zu, Freunde, ja, der Hersteller hat gesagt, darf ich nicht sagen, welche Verbesserung. Da denkt man natürlich drüber nach, ist das überhaupt eine Verbesserung oder wird da nicht irgendwas geändert, was vorher nicht gut war? Keine Ahnung. Also wenn jetzt irgendwas ausfallen sollte, man kann sagen, was vorher, was hinterher. Also ich bin ein bisschen erschrocken. Ich habe auch das Video erst jetzt am Nachmittag gemacht, weil ich mir einfach gesagt habe, lass das erstmal sacken. Aber je mehr ich drüber nachdenke, umso... ja, aufgebrachter bin ich eigentlich, weil, also mich wird brennend interessieren, ob euch das ähnlich geht, ob ihr das normal findet. In den Kommentaren schreibt mir mal rein, wie ihr das so empfindet, jetzt unabhängig davon, dass das jetzt bei Hyundai so war, ob man das überhaupt macht. Also ich finde das irgendwie, ja, ich finde das skurril, kann man wirklich so sagen. Gut, das war das eine. Das andere war, ich hatte ja in einem meiner letzten Videos darüber berichtet, dass mein Lenkrad so zerkratzt war und ich wusste eigentlich nicht, wo das herkam. Und ich habe es rausgefunden. Ich habe an meiner Hose, am oberen Bein hier, einen Reißverschluss. Und ich bin wohl beim Einsteigen immer mit dem Reißverschluss unten an das Lenkrad gekommen. Und je nachdem, wie das stand, hat sich das natürlich unten überall immer, ja, war beschädigt. Jetzt ist die Hose nicht neu, die hatte ich vorher bei meinem alten Wagen auch und bin, glaube ich, lass mich überlegen, ja, genauso ein- und ausgestiegen wie jetzt auch. Und da war nichts am Lenkrad, war auch ein Lederlenkrad. Also die sind ja sehr empfindlich. Und mein Händler hatte das ja abgewiesen, hat gesagt, das ist jetzt eine äußere Beschädigung, das läuft natürlich nicht auf Garantie. Und daraufhin habe ich dann bei Hyundai den Kundendienst angeschrieben per E-Mail und ihm die Sachlage geschildert. Und auch beigeschrieben, dass das Eigenverschulden ist, durch den Reißverschluss wahrscheinlich meiner Hose hervorgerufen ist. Aber das ist total empfindlich.
Und hat jetzt auch 14 Tage, 3 Wochen gedauert, habe Antwort von Hyundai Kundendienst Deutschland bekommen. Und sehr höflich, muss man wirklich sagen, aber natürlich nehmen die sich davon nichts an. Ist einfach so dumm gelaufen. Ja, jetzt habe ich das Lenkrad auch ein bisschen höher noch gestellt, damit ich erstmal gar nicht mehr mit der Hose unten dran schroppe. Wenn ich das gewusst hätte, dass das so empfindlich ist, hätte ich vielleicht eine andere Einstellung gewählt. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Da kann man jetzt Hyundai natürlich keinen Vorwurf machen, dass die das jetzt nicht auf Kulanz übernehmen wollen. Das kann ich nachvollziehen. Da muss ich jetzt einfach mit leben. Oder irgendwann mal 700 € kostet ein Lenkrad plus der Umbau. Ich schätze mal, ein Tausender ist man da los. Wenn mich das so dermaßen stört, müsste ich mir ein neues Lenkrad besorgen. Aber gut, die Funktion ist gegeben. Manchmal muss man die Pille einfach runterschlucken und sagen: Gut, das ist halt so. Ja, aber die andere Sache, das wurmt mich immer noch so ein bisschen. Also, wie gesagt, wenn ihr da eine andere Meinung zu habt oder eine ähnliche Meinung, schreibt mir da einfach mal in den Kommentaren. Würde mich brennend interessieren. Und deshalb ist dieses Video auch ein bisschen, ja, ihr seht, ich bin ein bisschen aufgewühlt. Auf jeden Fall, kurzes Video. Ich wollte das eben nur so reinwerfen, bevor ich wieder abkühle, habe ich gedacht, drehe ich das Video. Und würde mich, wie gesagt, auf Kommentare freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr abonniert, einmal auf die Glocke auch, dann kriegt ihr jedes Mal eine Information, wenn wieder ein neues Video rauskommt. Und ich würde sagen, ganz tolle Pfingsten, genießt das Wetter, bleibt gesund da draußen und ich melde mich demnächst wieder mit einem neuen Video. Euer Robert Hans. Bis dann, Glück auf!